ganz herzlich willkommen heute bei mir, Jossi Wieler, Intendant der Oper Stuttgart. Herr Wieler, 7 Jahre Intendanz in Stuttgart gehen Ihrem Ende zu. Haben Sie schon Zeit für Abschiedsschmerz oder stecken Sie noch mitten im Geschehen? Beides. Ich habe schon Abschiedsschmerz, aber ich stecke auch mittendrin im Geschehen. Wir haben morgen eine Premiere und dann kommt noch eine Uraufführung zum Ende der Spielzeit. Es kommen auch noch viele Wiederaufnahmen bis zum Sommer. Von daher bin ich mittendrin. Sie haben sich freiwillig dafür entschieden, Ihren Intendanzposten zu verlassen und, wenn ich noch richtig informiert bin, sich wieder ins freie Regisseursdasein sozusagen zu begeben. Fällt Ihnen das auch schwer? Es fällt mir auch schwer, ja, weil ich bin sehr gerne in Stuttgart, also jetzt eben fast 7 Jahre als Intendant, aber seit fast 25 Jahren auch als Regisseur, immer wieder, fast jedes Jahr eine Inszenierung hier gemacht. Und ich fühle mich dem Haus sehr verbunden. Es sind wunderbare Bedingungen auf allen Ebenen. Die Probenzeiten, die man hat, das Ensemble ist einfach fantastisch, der Chor, das Orchester, aber auch das Publikum, das verlässt man nicht gerne. Aber ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo man denkt, auch wenn man nochmal was Neues beginnen möchte, dann muss erstmal etwas anderes noch abgeschlossen werden. Naja, aber Sie machen ja in dem Sinne nichts Neues. Sie werden weiterhin Regie führen, aber sich eben mehr darauf fokussieren. Wie kamst du der Entscheidung? Ich bin von Haus aus Regisseur, das ist mein Beruf. Ich war viele, viele Jahre nur Schauspielregisseur und dann bin ich über Klaus Zehlein, mein Vorvorgänger hier als Intendant, an die Oper herangeführt worden. Und da habe ich auch dann hier in Stuttgart Sergio Morabito kennengelernt. Und diese Arbeit hat mich sehr inspiriert und macht mir bis heute viel, viel Freude. Und dennoch, das sind zwei Berufe, der Regisseur und der Intendant. Als Regisseur will man Figuren verstehen, auch die Menschen, mit denen man Figuren erarbeitet, ob Schauspieler oder Sänger. Man will auch scheiternde Figuren verstehen, man will böse Figuren wie ein Iago, wie ein Macbeth, eine Lady Macbeth von innen heraus verstehen, eine Empathie für sie entwickeln. Wenn ich aber als Intendant einen Iago im Betrieb hätte, dann hilft mir alle Empathie nicht so viel, sondern da muss man einfach Entscheidungen treffen. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich glaube nur, wenn man das zu lange macht, dass man dann nicht mehr frei und unabhängig im künstlerischen Denken ist. Gibt es einen großen Traum, den Sie noch gern verwirklichen würden? Vielleicht ein spezielles Werk oder eine spezielle Zusammenarbeit, von der Sie so sagen, das wäre wirklich ein Wunschtraum von Ihnen? Bei mir ist es meistens so, das Werk, an dem ich gerade arbeite, inspiriert mich am meisten und öffnet Denk- und Fantasieräume. Der Traum, den ich mir wünsche, ist, dass die Art und Weise, wie wir hier Musiktheater machen und gemacht haben, wie es überhaupt in Stuttgart gemacht wird, dass das nicht verloren geht für die Zukunft, dass der schnelle Sänger oder Opernbetrieb, wo Sänger oft verschleißt werden, wo die Probenzeiten immer kürzer werden, dass das nicht überhand nimmt, sondern dass man der Kunst den Raum gibt, so wie das hier in Stuttgart möglich war. Und die Ergebnisse geben einem ja auch, bestätigen das auch, dass es gewisse Bedingungen braucht, um gutes Musiktheater zu machen. Und dafür muss man kämpfen. Diesen Traum habe ich, dass das an anderen Orten genauso sein möge. Der Kunst Raum geben, ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Jossi Wieler, Intendant der Oper Stuttgart. Ich bedanke mich auch. Dankeschön.